Wer ist für ein Fadenlifting geeignet und wer nicht? Im Idealfall sind das Patienten, die nur einen geringen Hautüberschuss haben, die Angst vor einem operativen Eingriff wie eben einem Facelift haben, die geringe Ausfallzeiten möchten. Es gibt so einen typischen Handgriff, den Patienten, die sich für einen Fadenlift interessieren, immer durchführen. Und das ist dieser hier, das heißt ein geringes nach oben Schieben der Gesichtshaut. Bei solchen Patienten hat man sehr gute Ergebnisse mit dem Fadenlift. Wenn jetzt jemand aber kommt und einen sehr großen Hautüberschuss hat, der Hals noch sehr stark betroffen ist, dann lässt sich ein Fadenlift eigentlich nur bedingt einsetzen. Also man muss wirklich differenzieren, wie viel Gewebe ist da, wie ist der Wunsch der Patienten nach der Dauerhaftigkeit des Ergebnisses. Also wenn jemand sagte, ich möchte einen Fadenlift durchführen lassen, weil ich Angst vor einem Facelift habe, aber die nächsten 10 Jahre soll sich das danach dann auch nicht mehr verändern, das sind unrealistische Vorstellungen. Das muss man also im Vorfeld mit dem Patienten besprechen. Was sind die Vorteile eines Fadenliftings? Das Fadenlifting bietet den Vorteil, dass es durch einen relativ kleinen oder wenig eingreifenden Vorgang Gewebe straffen kann, in andere Positionen bringen kann, in höhere Positionen bringen kann, ohne dass man Schnitte hat. Man hat Stiche in der Haut, die aber letztlich relativ schnell abheilen. Es ist also nicht so, dass man wie bei einem Facelift dann eventuell Fäden ziehen muss oder ja, Haut wegschneidet. Das braucht man dabei nicht machen. Das heißt, die Patienten sind im Vergleich zu einem Facelift oder Straffungsoperationen schneller wieder gesellschaftsfähig. Das Risiko ist sehr gering und die Methode ist wenig eingreifend und braucht keinen Aufenthalt, keine stationäre Übernachtung. Von daher ist das eine Methode, die relativ schonend ist. Welche Fadenlifting-Methoden gibt es und welche empfehlen wir? Es gibt Fadenliftings, die mit Fäden, wie wir sie zum Nähen von Wunden verwenden, durchgeführt werden. Das sind dann sogenannte Monofäden, ohne jegliche Widerhaken oder andere Strukturen. Die sorgen dafür, dass das Gewebe durch den Abbau des Fadens verstärkt wird. Es gibt dann sogenannte Fremdkörperreaktionen. Man kann sich das vorstellen wie ein Straffen ja, im minimalen oder im Mikrobereich der Haut. Dann gibt es Fäden, die haben eben kleine Widerhaken oder kleine Spiralen im Verlauf. Damit kann man schon gewisse Liftings an Anheben des Gewebes erreichen. Dann gibt es Fäden, die letztlich eine Art Aufhängefunktion haben. Die werden in U- oder in V-Form eingebracht und können dadurch, dass sie einen Fixpunkt am Gewebe haben, anderes Gewebe, was darunter liegt, anheben. Das heißt, wie im Flaschenzug muss man sich das vorstellen, dann wird Gewebe nach oben verschoben, aber auch da gibt es Limitationen. Denn durch das Anschoppen der Haut kann es natürlich dann Falten geben, die eventuell unter Umständen auch länger sichtbar bleiben. In aller Regel bei einem Fadenlifting wird man am Anfang tatsächlich so eine, man sagt dazu, Anschoppung des Gewebes sehen können. Das wird aber relativ schnell wieder innerhalb von ein paar Tagen zurückgehen. Welche Fadenlifting-Methoden empfehlen wir? Da es sehr viele verschiedene Methoden gibt und auch sehr viele Erscheinungsarten von Patienten, muss man das immer am speziellen Fall entscheiden. Das heißt, ich kann nicht sagen, wir nehmen immer diese oder diese Fäden, um ein Fadenlifting durchzuführen. Wenn also jemand jetzt etwas mehr Gewebe hat, dann würde man eventuell einen Aufhängemodus wählen, das heißt also wirklich Gewebe nach oben verschieben. Wenn es aber jemand ist, eine Person, die eine Straffung in einem bestimmten Bezirk wünscht, dann würde man eher andere Fäden wählen. Also immer abhängig davon, was wünscht der Patient, was sind die Umstände und dann werden die entsprechenden Fäden gewählt.
Problemzonen lassen sich mit einem Fadenlifting korrigieren. In aller Regel sind das die Wangenregionen, die Kinnregion, Halsregion. Die Wangenregion lässt sich anheben oder straffen, genauso wie im Halsbereich, wobei wir da meistens von Aufhängemethoden reden. Man kann aber auch das Hautoberflächenbild verbessern, indem man die sogenannten Monofäden verwendet. Da ist der Effekt eben nicht gleich sichtbar. Bleiben die Fäden nach einem Fadenlift in meinem Körper und müssen sie später entfernt werden? Die Fadenliftings, die man heutzutage macht, werden in aller Regel mit resorbierbaren Fäden vorgenommen. Das heißt, diese Fäden werden eingebracht in den Körper, sind auch für eine gewisse Zeit tastbar, können sogar teilweise etwas stören, werden aber über einen Zeitraum von mehreren Monaten wieder abgebaut. Der Effekt bleibt dennoch länger erhalten. Das hat mehrere Gründe. Aber in aller Regel muss man diese Fäden nicht entfernen. Es gibt Techniken, bei denen permanente Fäden verwendet werden. Das ist dann aber nicht das, was man im Moment unter Fadenlift versteht. Wie läuft ein Fadenlifting in unserer Praxis ab? Fadenliftings werden entweder, abhängig davon, welche Fäden man nimmt, ohne Betäubung durchgeführt oder mit einer Oberflächenbetäubung der Haut, das heißt durch eine Creme. Unter Umständen wird mit Lokalanästhetika gearbeitet, also lokalen Betäubungsmitteln, die an den Ein- und Austrittsstellen der Fäden gesetzt werden. Man kann auch einen Fadenlift mit einer sogenannten Sedierung kombinieren, das heißt, die Patienten haben eine Art Dämmerschlaf. Je nach Abhängigkeit des Umfangs des Eingriffes wird das sinnvoll sein oder eben auch nicht. Das muss geklärt werden. Es gibt auch Patienten, die haben sehr geringes Schmerzempfinden. Und dann gibt es wiederum Patienten, die haben Angst vor einem kleinen Eingriff oder vor einer Spritze. Das ist auch nicht schlimm. Das kann berücksichtigt werden und entsprechend dem Patientenwunsch angepasst werden. Diese gesamten Eingriffe werden ambulant durchgeführt. Das heißt, man geht nach dem Eingriff nach Hause. Zur Unterstützung des Ergebnisses wird dort, wo man die Fäden gesetzt hat, oftmals ein Tape, also eine Art Pflaster angebracht oder mehrere übereinander geklebte Pflaster, um die Region erstmal zu stabilisieren und ein bisschen rückzustellen. Im besten Fall bleiben diese Tapes auch einige Tage, in seltenen Fällen sogar bis zu einer Woche nach dem Eingriff noch auf der Haut. Einfach dafür, dass das Gewebe nicht zu sehr durchbewegt wird und Fäden eventuell verschoben werden können. Ist ein Fadenlifting schmerzhaft? Ein Fadenlifting kann schmerzhaft sein, je nachdem, was genau gemacht wird. Allerdings kann man auch dem vorbeugen, indem entsprechende Cremes verwendet werden mit örtlichem Betäubungsmittel. Oder es wird ein örtliches Betäubungsmittel dorthin platziert, wo der Faden eintritt oder auch dort, wo er austritt. Man kann es auch mit einer Sedierung kombinieren, dann ist das eigentlich nicht schmerzhaft. Abhängig davon, welche Region behandelt wird, kann man die entsprechend vorbereiten. Im Nachgang sind Fadenliftings kaum schmerzhaft. Auch wieder abhängig davon, welche Region wird behandelt, kann es aber auch sein, dass man ein Brennen, ein Ziehen oder ein Stechen verspürt. Wie gesagt, das ist von vielen Faktoren abhängig, kann jedoch in aller Regel durch die Gabe von Schmerzmitteln deutlich verbessert werden. Ab wann ist man nach einem Fadenlifting wieder gesellschaftsfähig? Das hängt auch wiederum von mehreren Faktoren ab. In aller Regel ist es so, dass wir nach den Behandlungen Pflaster auf die behandelten Stellen kleben, die für einige Tage, manchmal sogar bis zu einer Woche bleiben sollten. Das heißt, je nachdem, wie man sich in der Gesellschaft zeigen möchte, kann das variieren von einigen Tagen bis zu einer Woche. Es kann auch sein, dass man noch Einstichstellen sieht oder ein sogenanntes Anschoppen, also Fältelung der Haut an den Stellen, an denen behandelt wurde. Je nachdem, wie gut man das kaschieren kann, also würde man sagen, einige Tage nach einem Fadenlifting sollte man sich vielleicht schon etwas mehr zu Hause aufhalten. Das ist aber erstaunlicherweise auch sehr unterschiedlich. Es gibt Patienten, die gehen sehr offen damit um und zeigen sich mit Pflastern in der Öffentlichkeit.
Also da kann man keine pauschale Aussage machen. Spürt man die eingesetzten Fäden nach einem Fadenlifting im Körper? Die Fäden sind sehr, sehr dünn. Das heißt, den Faden selbst wird man nur bei Aufhängemethoden oder Techniken tasten können. Die meisten anderen Fäden tastet man kaum. Wenn jetzt Fäden verwendet werden, die einen spiraligen Verlauf haben, kann man die eher mal tasten. Es kann auch ein Faden, wenn er eingebracht worden ist, von unten quasi gegen die Haut pieksen, was auch zu Irritationen führen kann. Aber in aller Regel sind diese Fäden sehr, sehr dünn und damit auch kaum tastbar. Wann sind die Effekte eines Fadenliftings sichtbar? Man hat natürlich einerseits einen Soforteffekt durch die Behandlung selber, durch das Einbringen der Fäden. Es gibt ja auch Mikroblutergüsse, die auch eine gewisse Hautstraffung machen. Man kann den Lifting-Effekt bei den Aufhängemethoden sofort sehen. Was natürlich auftreten kann, sind eben diese die Fältelungen der Haut, Aufwerfen der Haut, was sich im Regelfall dann relativ schnell danach wieder glättet. Also das ist einerseits der Effekt durch Aufhängefäden. Bei Fäden, die mit der Zeit erst wieder abgebaut werden, ist es so, dass der Effekt erst nach einigen Monaten wirklich deutlich zum Tragen kommt. Das heißt, da braucht man mehr Geduld, ist aber eben auch ein anderes Konzept. Wie lange hält das Ergebnis nach einem Fadenlifting? Abhängig davon, was für eine Methode man gewählt hat, welche Fäden verwendet wurden, wie viele Fäden verwendet wurden, wie der Ausgangsbefund bei den jeweiligen Patienten ist. Ist es eine schwere Haut? Ist es eine dünne Haut? Gehen wir davon aus, dass wir ungefähr 18 Monate bis 2 Jahre, im besten Fall sogar länger Effekte haben, die deutlich zu erkennen sind. Da Fäden wieder abgebaut werden, ist es so, dass der reine Zug-Effekt durch den Faden selber eben nach einigen Monaten verschwindet. Das Granulationsgewebe oder das Narbengewebe, das ist in dem Fall nichts Negatives, wird aber dafür sorgen, dass das Ergebnis länger hält, als dass der Faden im Körper wirklich nachweisbar ist. Empfehlen wir das Fadenlifting als minimalinvasive Alternative zum Facelift? Das Fadenlifting ist kein Ersatz für ein Facelift. Ein Facelift ist eine relativ eingreifende Operation, bei der ein zu viel an Haut entfernt wird und Volumen eventuell wieder aufgebaut werden kann. Ein Fadenlifting als Standalone, als nur einzeln durchgeführte Maßnahme kann das nicht leisten. Das heißt, das Fadenlifting sollte im besten Fall kombiniert werden mit anderen Methoden, sprich mit Unterspritzung, mit Behandlung durch Botox gegebenenfalls, durch Oberflächenbehandlung der Haut. Dann kann man sehr, sehr schöne, dauerhafte und eindrucksvolle Ergebnisse erzielen. Es ist allerdings wirklich kein Ersatz eines Facelifts. Dafür sind die beiden Methoden doch zu unterschiedlich.